Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Castle Crush hier auf meinem Kanal. Wir haben ja schon lange nicht mehr so spezielle Kisten geöffnet wie große Kisten, Magiekisten oder mythische Kisten, aber das wird sich heute mal ändern. Heute eröffnen wir nämlich eine große Kiste, die ich im letzten Livestream bekommen habe, den ich gemacht habe. Wer war denn alles beim Livestream dabei? Sorry Leute für die Lags, aber mein Laptop kommt da nicht ganz so klar, wenn er gleichzeitig was rausrendern muss und dann gleichzeitig raufschicken muss auf YouTube. Ich hoffe, es hat nicht so viel ausgemacht, Leute. Ich probiere natürlich, das zu verbessern. Da wird es schon irgendwas geben, dass der nächste Livestream besser wird. Aber ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Und ja, aber jetzt spielen wir mal hier ein Spiel mit meinem Lieblingsdeck. Nicht, dass ich schon wieder so viel geredet hier habe, Leute, und hier nicht klarkommen, so, da werden wir mal den Enkel, müssen wir einfach wegmachen hier. Und dann spielen wir hier gleich mal den Bogenschützenstamm, denn das Deck besteht ja daraus, dass man hier auf allen drei Lanes gleichzeitig immer auf den Gegner ordentlich Druck aufbaut. Jetzt momentan etwas blöd, Gegner ist auf Level 10 sehr, sehr, sehr komisch, dass der so wenig Pokale hat. Für Level 10 entweder lässt er sich runterfallen oder er kann einfach nicht spielen. Diese zwei Sachen gibt es, aber für das bemüht er sich hier zu viel, muss ich sagen. So, wir spielen hier gleich mal die Drillinge. Die Bogenschütze sind schon am Turm dran, also an der Burg. So heißt es ja hier bei Castle Crush, dass ich hier nichts Falsches sage, Leute. So, jetzt können wir auch gleich mal einen Henker spielen. Sollen wir den spielen? Nee, spielen wir mal hier einen Zwerg. Und da kommen wir schon eigentlich gut ran an die Burg des Gegners. Eieiei, da hat ein Schlammelement da. Wir schauen mal, was wir auf der anderen Lane so anstellen können. So, hier haben wir ordentlich viele Henker. Oh, da spielt er auch dann noch einen Golem, aber zum Glück macht mein Henker hier ja Fleckenschaden und kann so beide gleichzeitig hier besiegen. Ich hoffe, er kann sie besiegen. Wir spielen hier noch, ja, das Schlammelement, da ist er gleich mal weg und beide sind sogar weg. Komm, da oben spielen wir jetzt den Skelettkönig und wir haben die Pfeile zum Glück auf der Hand. So, jetzt mal Bogenschützen in den Stamm und jetzt wäre, ja, den Dämon haben wir und dann brauchen wir noch einen Blitz, come on! Dämon, ja, da ist die untere mal weg. Jetzt müssen wir die auf der oberen Lane noch killen. Es haben schon manche geschrieben, Danny, was ist das für ein Deck? Ich komme damit nicht klar. Ja, Leute, ich finde das Deck eigentlich richtig, richtig nice. Das einzige Problem sind ein paar Rush-Decks, aber sonst finde ich das Deck ziemlich, ziemlich nice. So, jetzt können wir gleich wieder auf allen drei Lanes Druck machen und da werden wir versuchen, natürlich sein Schlammelement daher etwas zu kleiner zu machen. Macht ihr dann auch weniger Schaden, wenn es klein ist. So, der nah oben sollte auch kein Problem mehr für uns sein. Und hier hat er schon wieder den Bogenschützen in den Stamm und dann auch noch eine Heilerin. Aber die sollte hier kein Problem machen. Ich meine, die Bogenschützen halten ja sowieso nicht viel aus. So, und da sind wir schon an der Burg des Gegners dran und machen guten Schaden. Komm, hier Blitz auf den Golem und da ist er auch sogar schon weg. Hätte ich nicht gedacht, dass sich das mit dem Blitz ausgeht. So, die Heilerin ist auch Geschichte. Und jetzt werden wir wieder Druck machen. Hat er gegen die Pfeile? Nee, aber er hat einen Skelettkönig. Wir spielen hier mal das Mana-Ritual. Wir könnten noch ein Mana-Ritual um 0 spielen. So, hier mal den Blitz drauf. Zum Glück können wir hier unten Schaden machen, auf der untersten Lane, Leute. Und da kommt schon der Henker wieder ins Spiel. Nein, wieso habe ich den Henker hier gespielt? Obwohl, ja, ich glaube, es ist sogar besser, dass ich ihn hier gespielt habe. Kaum Drillinge raus. Natürlich macht mir jetzt die Bogenschützenkönigin hier schon Sorgen. Natürlich wäre jetzt ein Blitz das Beste oder ein Dämon. Nehmen wir den Dämon, nehme ich auch, ich nehme alles. Hauptsache die Bogenschützenkönigin ist weg, Leute. Eieiei, das Schlammelement da macht mir hier zu schaffen. Trotzdem können wir hier auf die Burg Schaden machen. Falls wir jetzt in die Overtime gehen, sollten wir gewinnen. Aber es sieht auch so gut für uns aus. Der Dämon macht hier gut Schaden, komm schon, setzt noch etwas Schaden. Und, yes, da haben wir gewonnen gegen den Dimaz aus Italien. Super Spiel, Leute. Gutes Spiel, das schreibe ich hier im Hauch. Und jetzt können wir mal hier die große Kiste öffnen. Aber zuerst, komm, öffnen wir die Goldkiste. Ich hoffe, ich bekomme was Gutes aus der großen Kiste. Natürlich. Vielleicht eine neue Legi. Come on. Nee, aber wenigstens ordentlich viel Gold. Ich habe ja einiges an Karten abzugraden. Ich will hier auf Level 9 kommen. Ich habe bald Level 9 erreicht, Leute. 166 Mal der Golem. 166 Mal. Wow. Und was haben wir als seltene Karte? 18 Mal den Ork-Krieger. Den können wir upgraden, aber wie gesagt, wir haben nicht so viel Money. 3000 Gold haben wir momentan und noch 99 Juwelen. So, was sagt der Clan? Momentan nicht viel. Das ladet. Okay, na gut, dann spielen wir noch ein Spiel, Leute, wenn es kurz so gut läuft, gerade so gut läuft. Wir haben gegen den Level 10er gewonnen. Am Anfang hat es nicht so gut für mich ausgesehen, da dachte ich schon, ich verliere. Aber es ist gut gelaufen. Den Dämon finde ich richtig nice. Den kann man wie einen Blitzzauber eigentlich spielen. Macht fast ähnlich viel Schaden, etwas weniger. Aber trotzdem kann man die meisten Kreaturen damit gut aus dem Weg räumen. So, wir spielen gegen den Alex aus Dänemark. Ist auch im Clan Dänemark. Also, ja. Los geht's mit dem Zwerg auf die unterste Lane, Leute.
Komm schon, Zwerg, schneller. Ach, die Zwerge sind ja so langsam. Und ich frage mich immer, Leute, wieso gibt es irgendjemanden, der immer den Heiler als erste Karte setzt? Ich verstehe das nicht. Hier machen wir einfach den Blitz rauf und dann ist der mal weg. Und dann bringt sich auch dein Heiler nichts mehr, lieber Gegner. Schauen, ob der Zwerg da was... Oh, come on. Na, dann spielen wir gleich mal hier. Denn Dämon, falls du hier noch irgendwas anderes vorhat mit diesem Heiler... Extra Kristall können wir natürlich gut gebrauchen und wir können schon den Henker spielen, aber wir spielen nicht den Henker, außer er spielt jetzt irgendwas komisches. Wir spielen die Drillinge und machen mal Druck auf allen drei Lanes. Ich will natürlich nicht, dass der Gegner irgendwas so spielt wie einen Drachen oder so. Das wäre natürlich tödlich. So, aber er spielt schon mal einen schwarzen Ritter. Den sollten wir aber aus dem Weg räumen können. Komm, gib mir einen Blitz. Okay, gib mir keinen Blitz, Gegner. Gegner, gib mir sowieso keinen Blitz, aber Spiel meine ich natürlich. So, aber jetzt, komm. Komm, gib mir einen Blitz oder einen Dämon. Blitz oder Dämon, Blitz oder Dämon. Na gut, der geht auch. Und dann noch ein Krieger, der ja ordentlich Schaden macht. Und dann setzen wir auch gleich noch einen Zwerg, der hier etwas tankt. So, der Blitz war hier nicht gut gesetzt vom Gegner. So, da ist es weg. Und wir machen gleich mal wieder überall Druck. Da hat er noch einen schwarzen Dritter. Eieieiei. Mit einer Heilerin. Jetzt wird es brenzlig für uns. Jetzt wird es brenzlig. Wenn ich den Dämon spiele, wäre natürlich mal der Heiler weg. Das würde uns schon nach vorhauen. Würde uns nach vorhauen. Wir konzentrieren uns trotzdem in der Zwischenzeit auf die anderen Lanes, Leute. Denn das ist auch das Gute an diesem Deck. Eieiei, da kommt der Drache angeflogen. Wir machen hier trotzdem mal den Blitz drauf. Und dann schauen wir mal weiter. Gegner hat auch den Blitz angewandt. Jetzt können wir aber nochmal etwas Schaden auf seine Burg setzen. So, die Drillinge. Wir machen mal überall etwas Druck. Etwas Druck. Der Drache ist am Spielfeld. Wir müssen schauen, dass... Eieiei, da freest er. Dämon und Blitz. Komm schon, Dämon und Blitz. Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht kann auch hier ein Skelettkönig etwas den Drachen hier aufhalten. Komm, jetzt geht es sich mit einem Blitz aus oder sogar mit einem Dämon. Bitte, 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 bitte. Außer der Gegner spielt jetzt noch einen Drachen, was ja auch oft der Fall ist. Weil ein Drache, ja. Da haben wir den zweiten Drachen. Ich habe es euch gesagt, der Gegner setzt ja noch einen Drachen. Jetzt sieht es blöd aus für uns. Wir haben zwar jetzt den Dämon, aber wir wollen natürlich noch einen Blitz haben. Na gut, jetzt haben wir verloren. Komm da, den Heiler weg. Da ist wenigstens der Heiler weg. Ah, aber das wird nichts mehr, Leute. Ich sehe es schon kommen. Wir können es noch mit dem Henker probieren, ob er hier oben was gegen den Drachen und den Narren ausrichten kann. Nö, kann nicht. Doch, der Drache ist weg. Aber jetzt haben wir das Problem mit dem Drachen auch. So, wir machen hier mal das rein. Und weiter geht's. Okay, das haben wir verloren, Leute. Wir haben auf alle Fälle jetzt verloren, denn der Drache macht hier Flächenschaden. Und da können wir jetzt vorsetzen, was wir wollen. Da gewinnen wir nicht. Da gewinnen wir nicht. Ja, verloren. Schade eigentlich. Schade, 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 schade. So. Was machen wir jetzt, Leute? Wir spielen natürlich noch ein Spiel, können hier keine Kiste öffnen. Ich will die goldene Kiste nicht öffnen, denn ich habe ja noch Kistenslots frei. Dann bringt sich das Ganze nicht, hier einfach 44 Juwelen rauszuhauen. Weiter geht's. Weiter geht's. Und ich muss mir wirklich angewöhnen, hier das Nicht-Stören einzuschalten. Das kann es doch nicht sein. Ich vergesse oft, das Nicht-Stören einzuschalten. Und dann kommt eine Nachricht rein. Und ich bin mir nicht sicher, ob ja die Leute, die mir da eine Nachricht schicken, wirklich sehen wollen, dass das, oder ob ich eigentlich das euch zeigen will, was da so als Nachricht bei mir reinkommt. Deswegen, ja, werde ich das natürlich dann rausschneiden oder hier halt einfach einen schwarzen Balken reinsetzen. Eieieiei. Komm, hier noch den Krieger. Gegner spielt ein Rush-Deck, ganz eindeutig. Jetzt müssen wir natürlich schauen. Ah, ein Rush-Deck ist immer nervig. Wir haben hier aber schon die Drillinge am Start und können hier mal auf allen drei Lanes Druck aufbauen. Ist ja das, was der Gegner auch versucht, auf allen drei Lanes Druck aufzubauen. Und das schlagen wir ihn hier mit seinen eigenen Mitteln. So, wir spielen aber den Henker hier auf der obersten Lane gegen den Flaschengeist. Denn da hat er ja auch noch die Skelette gespielt. Also ziemlich nice, dass ich den hier gespielt habe. Auf der richtigen Lane. Okay, jetzt ist es nicht mehr so nice. Jetzt ist es auf keinen Fall mehr nice. So. Eieieiei, jetzt wird es schwierig für uns. Aber trotzdem können wir hier den Skelett schon wenigstens zerstören. Komm, der Krieger fällt auch mit dem Dämon. Und da unten setzen wir auch einen Zwerg gegen seinen Zwerg. Komm, Blitz rauf. Und da ist der auch weg. So, wir sind wieder gut im Rennen. Haben auch zweimal die Pfeile. Sollten hier also alles locker killen können. Hier auch nochmal der Dämon. Sieht gut für uns aus, Leute. Obwohl der Gegner einen Rush-Deck hat. Sieht sehr, 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 sehr gut aus. So, da oben hat er zwar... Ja, hier das gesetzt. Aber egal, da kommen wir schon durch. Ah, irgendwo müssen wir den Dämon jetzt setzen.
Und alles andere können wir jetzt eigentlich mit den Pfeilen machen, aber wir machen es lieber so, dass gar nicht mal so weit kommt. Hier noch den Zwerg, etwas zum Tanken. Der kann, wird natürlich besiegt, schätze ich mal, vom Skelettschwarm hier auf der obersten Lane. Setzen wir noch den Krieger nach. Ah, da ist unser Dämon leider auch vor die Hunde gegangen mit der Bombe. Hatte dann nicht mehr viel Leben. Doch, wir setzen gleich den Extra-Kristall. Leute, habt ihr dieses Deck schon ausprobiert? Spiele ich ja jetzt schon seit mehreren Let's Plays. Und vergesst auf keinen Fall, dem Video hier einen Daumen nach oben zu geben. Nein! Wie dumm war das? Ich wollte die Pfeile hier setzen. Aber ich hoffe, wir gewinnen trotzdem. So, hier die Drillinge. Lieber Gegner, du schaffst es hier einfach nicht, dich hier durchzusetzen. Da hat er zwar nochmal den Flaschengeist, aber ich setze hier einfach den Krieger. Und dann ist ja auch diese Geschichte. Wie viele Flaschengeister hat der Gegner hier? Hatte die sich aufgehoben oder was ist hier los, Leute? So, wir haben gewonnen gegen den Altung aus der Türkei. Plus 35 Pokale bekommen wir hier. Und ja, komm, noch ein Game. Geht sich locker hier noch aus in diesem Let's Play. Was ist euer Lieblingsdeck momentan, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich freuen. Und ich hoffe natürlich, dass ich nächstes Mal den Livestream etwas ruckelfreier gestalten kann. Ich muss schauen, ob ich hier auf OBS was umstellen kann mit der Framerate, mit Buffering und, dass das Spiel besser übertragen wird, denn es ist von meiner Seite ausgekommen. Da mein Laptop das nicht richtig verarbeiten konnte und hier einfach ja ruckeliges Bildmaterial euch geliefert hat, da irgendwas mit der Handyübertragung nicht gestimmt hat in das Video und dann auch noch rauf. Das war für ihn einfach zu viel, schlichtweg. Und ja, deswegen versuche ich natürlich da irgendwas mit den Einstellungen zu spielen und damit das nächste Mal besser geht. So. Na gut. Dann setzen wir den Dämon dafür und da ist dieser Mage weg. Wir mussten ja irgendwas setzen, aber ich wollte hier wirklich nicht. Ja gut, da hat der Gegner sich einen Blitz rausgehauen und wir setzen hier gleich mal die Drillinge ein und machen jetzt mal ordentlich Druck. So, wo setzt der Gegner was? Oder setzt er überhaupt was? Vielleicht hat er ja zweimal die Pfeile. Dann kann er das auch hier den Push aufhalten. Dann nochmal zweimal die Bogenschützen und wir machen... Ja, er hat zweimal die Pfeile, wie ich es euch gesagt habe. Und wir pushen hier wieder auf. Allen drei Lanes können jetzt auch gleich mal den Skelettkönig spielen. Und da ist auch der schwarze Ritter weg. Und wir pushen einfach weiter. Extra Kristall. Hat sich jetzt zwar nicht viel gebracht, aber egal. Wir können gleich den Skelettkönig spielen. Da spielt der Gegner natürlich den Drachen. Was auch sonst. Nein, nicht der Mage. Wieso immer dieser verdammte Mage? So, Drillinge spielen wir natürlich auch noch. Jetzt haben wir zweimal den Henker. So, hier noch mehr Druck machen mit dem Bogenschützenstamm. Und ich bekomme natürlich keinen... Ja, das, was ich brauche, bekomme ich natürlich nicht. So, wir warten hier, bis der... da ist einfach alles weg. Was soll das hier wirklich? Eieiei, wir müssen hier schauen, dass wir ihn hier irgendwie überrennen können. Aber das geht sich nicht aus, würde ich sagen. Wir setzen mal die Pfeile ein. Dann werden wir den Henker spielen. Doch, dieser blöde Flächenschaden vom Drachen wird mich hier das Leben kosten, schätze ich mal. Und da oben ist auch der schwarze Ritter an der Burg. Da werden wir noch was dagegen setzen. Einen Zwerg. Doch da haben wir verloren. Und mit dieser Niederlage möchte ich mich hier verabschieden. Ich finde das Deck trotzdem noch gut. Auch wenn ihr sagt, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, sagt ihr. Ich finde es trotzdem cool. Danke auf alle Fälle, dass du zugesehen hast. Gib mir noch einen Daumen hoch, falls du neu bist. Und gib mir einen Daumen hoch, falls dir das Video gefallen hat. So ist es, Leute. Und falls du neu bist, würde ich mich über ein Abo freuen. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns. Ciao.